Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist, was haben wir jetzt? Donnerstag, 2:30. Raffi ist zu Hause und hat Hunger und ja, ich bin gerade aber dabei, meinen Backofen zu reinigen und auch noch ein paar andere Kleinigkeiten zu machen, sodass ich einfach gar keine Zeit großartig habe, irgendwas zu machen und ihn auch gar nicht hier in der Küche haben will, sodass er sich selber was machen könnte. Ne, weil ich hier beschäftigt bin. Und umso besser ist das, dass es so eine Möglichkeit gibt, Essen schnell in so ein Gerät zu machen, in einer Heißluftfritteuse. Ja, und diese Heißluftfritteuse will ich euch jetzt vorstellen. Ich habe zwar schon eine, aber die habe ich meinem ältesten Sohn geschenkt zum Geburtstag. Er hat die zwar noch nicht mitgenommen, weil er mit leichtem Gepäck letztens hier war, aber wenn wir das nächste Mal zu ihm fahren, bringen wir ihm die auf jeden Fall mit. Umso mehr habe ich mich gefreut, als Kosori mir eine Heißluftfritteuse angeboten hat. Guckt euch dieses wunderschöne Stück an, mit einem richtig großen Korb. Dieser Korb ist größer. Auf jeden Fall größer als der vorherige, deswegen erhoffe ich mir davon, von diesem Gerät, die Möglichkeit für die ganze Familie auch mal was zu machen und nicht nur für eine, zwei Personen. Das ist nämlich eine Kosori Turbo Blaze 6 Liter Fritteuse, Heißluftfritteuse. Die andere war glaube ich nur 5. Das macht schon einen Unterschied, denke ich mal. Ja, und diese Heißluftfritteuse verfügt über einen Gleichstrommotor. Ich muss das vorlesen, ich kann mir das nicht so ganz gut merken. Gleichstrommotor mit 5-Gang-Geschwindigkeitsregelung und automatische Anpassungsfunktion. Er kann 46% schneller und geräuscharmer arbeiten als jetzt vergleichbare Modelle, also andere Fritteusen. Hat auf jeden Fall große Kapazität, ich habe es ja gesagt, 6 Liter umfasst dieser Korb. Und ich sag mal, im Vergleich zu einem Backofen ist das auf jeden Fall schneller, stromsparender und produziert nicht so viel Hitze. Das ist vor allem im Sommer eine mega Geschichte. Es ist genauso, ne, wie ich im Sommer zum Beispiel viel mit meinen Multikochern koche, weil die nicht so viel Hitze produzieren wie ein Herd oder ein Backofen. Und das ist genau das gleiche auch mit diesem Gerät. Natürlich wird das warm, aber es wird nicht so warm wie ein Backofen. Und es ist natürlich auch viel kleiner als ein Backofen und man kann das Ding sehr gut zum Campen mitnehmen, wenn man mit dem Wohnmobil oder sowas, mit dem Wohnwagen unterwegs ist. Ich kenne ganz viele, die das tatsächlich auch machen, weil es einfach praktischer ist und man kann da drinnen wirklich alles, alles Mögliche machen. Es gibt auf jeden Fall hier so eine Bedienungsanleitung, logischerweise. Dann haben wir hier eine 2 Jahre Garantie, so ein Kärtchen. Dann haben wir so ein Gitter, richtig schönes Gitter mit solchen Silikonnoppen, damit nichts zerkratzt wird. Und dieses Gitter setze ich dann schon mal ein. Geht auch voll easy. Guckt mal, kann man das sehen? Ja, doch. Tada, fertig. Und in diesem wunderschönen Umschlag gab es noch ein Rezeptbuch. Und natürlich gibt es auch ganz, ganz, ganz viele Rezepte im Internet. Und ja, man kann hier wirklich alles machen. Hier sind, ich kann mal nachgucken, wo jetzt die... Moment. Genau, hier sind zum Beispiel die Kategorien bei den Rezepten. Frühstück, Vorspeisen, Hauptgerichte, Beilagen, Desserts sogar. Man kann sogar da drinnen, soweit ich weiß, Joghurt fermentieren. Das Ding kann auch warm halten. Also das ist eine mega Geschichte. Ich habe hier jetzt zum Beispiel solche Rezepte wie
getoastete Pasteten mit Erdbeermarmelade zum Frühstück oder geröstetes Müsli-Parfait. An Vorspeisen haben wir hier trocken geriebene Hähnchenflügel im Louisiana-Stil, Würstchen im Schlafrock, geröstete Tomaten, Bruschetta. Hauptgerichte, hausgemachte Cheeseburger. Okay, Schweinekoteletts interessieren mich nicht. Gewürztes Grillhähnchen. Man kann hier ein ganzes Hähnchen dran machen. Habe ich gerade jetzt nicht im Angebot. Ich war auch jetzt nicht einkaufen. Aber ich habe gerade Hähnchenunterkeulen mariniert, selbst mariniert. Raffi liebt die Dinge. Und für eine Person ist es auf jeden Fall, oder für uns zwei, mehr als genug. Ich brauche jetzt kein ganzes Hähnchen. Es sind 5 Hähnchenkeulen, Unterkeulen, die ich mit ein bisschen Honig, ein bisschen Sojasauce, Salz, Pfeffer, minimal Öl, Hähnchengewürz, was habe ich noch? Nichts mehr. Alles gut verrührt und auf diese Hähnchenkeulen drauf geschmiert. Jetzt habe ich das ungefähr halbe Stunde, dreiviertel Stunde eventuell stehen lassen. Und jetzt werden wir das einfach mal zusammen da drinnen machen. Man kann aber auch da drinnen backen. Das will ich gleich auch noch ausprobieren. Wenn die Hähnchenunterkeulen fertig sind, werde ich auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit drinnen backen und euch das auch natürlich zeigen. Genau, aber als erstes müssen wir natürlich das anschmeißen. Bevor man das aber in Betrieb nimmt, logischerweise, muss man das Ganze auswaschen. Ich habe das einmal ausgespült, der Korb und das Gitter können ohne Probleme in den Geschirrspüler. Aber ich sag mal so, das Ding ist ja relativ groß. Ich glaube nicht, dass man das unbedingt in Geschirrspüler reinpacken muss. Es geht auch durch diese super schöne Beschichtung wunderbar per Hand abzuwaschen. Ganz, ganz schnell mache ich auch gleich, wenn die Keulen fertig sind und ich hier drin was backen will. So, und jetzt muss ich das Teil natürlich erstmal anschmeißen, bevor ich da drin arbeiten kann. Ui, das klingt aber schön. So, und jetzt legen wir, machen wir los. Auf jeden Fall wird empfohlen, die Heißluftfritteuse vorzuheizen. Dafür machen wir mal an und ich zeige euch einfach mal dieses wunderschöne Touch-Tableau. Guckt mal, so sieht das jetzt aus. Und hier haben wir zum Beispiel auch diese Schaltfläche. Vorheizen, 205 Grad, 4 Minuten, wunderbar. Man kann aber natürlich auch die Temperatur und die Zeit mit diesen Schaltflächen anpassen. Ja, und dann einfach mal auf Start und los geht's. Und wenn es vorgeheizt ist, wird wieder so ein Tüdelü ertönen und dann ist es fertig. Und hört mal hin. Wie leise ist dieses Gerät, bitte? Also mir gefällt das sehr gut. Es sieht auch sehr schön aus, mega stylisch. Und auch diese Anzeigen hier sind super schön. Das Einzige, was mich minimal stört, das ist, dass man sofort alle Fingerabdrücke hier sieht. Naja, kann man aber mit einem einfachen Griff zu einem Maisima-Tuch schnell wieder beseitigen. Ja, ich lasse jetzt das Gerät vorheizen und dann geht das auf jeden Fall weiter. Ja, das Kochbuch gefällt mir sehr, sehr gut und hier gibt es tatsächlich eine Seite Kreativ kochen mit Kosori. Hier ist ein Code, man scannt es ein und man hat dann Rezepte noch online. Also ich bin sehr zufrieden bis jetzt mit dem, was ich so sehe. Das Buch ist super schön. Hier sind auch vegetarische Gerichte. Interessiert mich zwar nicht wirklich, aber die gibt es auf jeden Fall. Hier gewürztes Grillhähnchen. Also ganzes Hähnchen, 1,8 Kilo. Und dann sind die Gewürze und so weiter. Und dann wird erklärt, welche Funktionen, wie lange, wo drückt man drauf und so weiter. So, das Gerät ist vorgeheizt und es erscheint so ein, ja, End, ne, fertig.
Deswegen machen wir das mal auf. Ich schiebe das noch ein bisschen weiter nach hinten. Und platzieren einfach mal das Gargut. In meinem Fall eben diese schönen Hähnchenunterkeulen drinnen. Man hört, dass es zischt. Oh ja, hier passen einige davon rein. Reinschieben. Und dann brauchen wir nur noch anzumachen. Temperatur machen wir 200 Grad ungefähr und Zeit 10 Minuten airfry. Das ist wichtig, weil wir ja jetzt Heißluft frittieren wollen. Und los geht's. Hier erscheint auch Cooking. Ne, das ist das für mich ja, kocht. Frittiert. Ich denke mal, das wird sogar reichen. Aber nach der Hälfte der Zeit gucken wir einfach mal rein, wie es da jetzt aussieht. Hier sind jetzt zum Beispiel auch trockengeriebene Hähnchenflügel in Louisiana-Stil. Okay, sehen eigentlich nicht nach Flügel aus, sondern eher nach Hähnchenschenkel. Es steht aber, dass die Zeit 16 Minuten ist. Ich erhöhe einfach mal die Zeit noch ein bisschen. Eine Minute ist ja jetzt abgelaufen. Machen wir jetzt noch 13 Minuten dazu. Und dann warten wir ab und gucken, wie unsere Hähnchenkeulen werden. Sieht sehr lecker aus. Es sind natürlich hier ganz andere Gewürze. Ich habe das jetzt nach meinem eigenen Rezept gemacht. Aber ich denke, das geht auch in Ordnung. Jeder hat sein eigenes Rezept. Nicht jeder mag die gleichen Gewürze. Von daher denke ich mal, das wird auf jeden Fall lecker sein. Und solange das hier in Arbeit ist, werde ich jetzt mich um das Gebäck dafür kümmern und hole erstmal die benötigten Zutaten. So, jetzt sind schon tatsächlich fast 10 Minuten vergangen und ich gucke mal rein, wie unsere Hähnchenkeulen aussehen. Ich hole jetzt einfach mal raus und guckt euch das an. Durch die Sojasauce und so weiter ist das jetzt auf jeden Fall schon ziemlich dunkel. Aber das ist halt normal so, ne? Wir haben jetzt hier Paprikapulver und Honig und so weiter. Deswegen denke ich mal, es ist in Ordnung. Ich schiebe das jetzt einfach noch rein. Und das Programm fängt einfach, naja, macht einfach weiter. Es fängt nicht von vorne an, sondern es macht jetzt weiter und gart mir meine Hähnchenkeulen zu Ende. Und jetzt schieben wir das Gerät einfach mal ein bisschen weiter weg und kümmern wir uns mal um das Gebäck. Was habe ich denn jetzt vor? Ich habe hier Blätterteig, fertigen Blätterteig. Das geht auch damit einfach am schnellsten. Ich habe jetzt keine Lust und auch Zeit, groß mich um den Teig noch zu kümmern. Ich rolle jetzt einfach mal dieses Blätterteig hier so aus, packe ihn beiseite und dann wird das gefüllt. Und zwar mit backfestem Pudding und meiner selbstgemachten Kirsch-Erdbeer-Vanille-Marmelade. Natürlich müssen wir Pudding vorher erstmal anrühren und das machen wir einfach nach dem Rezept, die da drin ist und eben drauf steht auf der Verpackung 250 Milliliter Milch und einmal dieses Tütchen Pudding. Verrühren und kurz beiseite stellen. Und jetzt gucken wir mal, wie wir den Teig am besten machen. Einmal so, denke ich mal, und dann in solche Vierecke.
Okay, die sind jetzt nicht gleich groß geworden, aber das ist, denke ich mal, absolut kein Problem. So. Ich gebe jetzt einfach ein bisschen von dem Pudding hier drauf. Und dann was von meiner Marmelade. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das am besten, dass das am schönsten aussieht? Versuchen wir mal so. Einfach mal hier und da einen Schnitt machen und zack und dann auf die andere Seite genauso. Okay, das ist jetzt ein bisschen fehl. Ich versuche das gleich noch einmal, aber so ungefähr, dass die zu solchen Taschen werden, am besten noch mit ein bisschen Loch in der Mitte. Vielleicht machen wir das jetzt ein bisschen anders. Probieren wir mal nochmal aus. Ne, ich probiere das jetzt alles so mehr oder weniger selber aus. Hab noch nie so richtig das gemacht. Zack. Marmelade. So ungefähr, das sieht jetzt deutlich besser aus. Aber zack, fertig. Wir haben, man kann es hören, die Hähnchenkeulen sind fertig. Es zischt und jetzt holen wir das mal raus und gucken uns die an. Tada! Schnell. Es ist nicht ein Tickchen wärmer geworden in der Küche und die Hähnchenkeulen sind fertig und lecker und es ist nichts dreckig geworden. Ich muss gerade meinen Backofen reinigen, weil der nun mal durch die ganzen vielen Backen und Garen und Aufläufe und sonst was dreckig geworden ist. Hier muss man nur den einen Korb einmal schnell abspülen und fertig ist die Geschichte. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie die Hähnchenkeulen drin aussehen. Oh ja, die sind auf jeden Fall fertig. Guckt mal. Mega lecker. Ich werde die jetzt einfach mal meinem Sohn geben, dann darf er die schon mal essen. Ich selber mache in der Zwischenzeit den Korb wieder sauber und dann backen wir zusammen die Hefeteig, sage ich schon mal, Blätterteig-Dinger. So, Kind, komm hier. Guck dir das an und dann will ich deine fachmännische Meinung dazu haben. Okay, meine fachmännische Meinung dazu. Haut wirkt ganz okay. Wie heiß sind die? Sind die gerade frisch, oder? Ne, die sind ein paar Sekündchen schon raus, kannst du tatsächlich beißen. Na, schon gut. So, habt ihr gesehen, Kind ist glücklich und zufrieden, kann das sogar auch schnell mal selber machen, wenn Mama nicht da ist oder beschäftigt ist. Lässt du mir eins übrig nachher? Nein, Mama. Danke. Ich will auch welches richtig probieren. So, ich habe jetzt das Gerät wieder sauber gemacht. Hier setzen wir wieder das Gitter einfach mal rein. Und hier ist mein Gebäck. Man kann das natürlich auch sehr gut noch mit Eigelb oder sowas beschmieren. Ich lasse das jetzt einfach mal sein und gebe das Gebäck einfach mal in den Garkorb. Zwei Stück sind übrig geblieben, ist aber auch nicht so schlimm, denke ich mal. Das geht ja relativ schnell. Jetzt schieben wir mal den Korb wieder rein
Und dann muss ich mal gucken, die Tabelle backen. Ja, 165 Grad, 20 Minuten, je nachdem, was man dann dementsprechend drin machen will. Und es gibt hier auch die Schaltfläche dafür, backen. Man kann natürlich die Temperatur anpassen. Ich mache mal jetzt 170 Grad. Und da es ja nur Blätterteig ist, muss das jetzt nicht ganz so lange sein. Machen wir mal 14 Minuten. Ja, man kann, ihr könnt sehen, man kann damit wirklich das so anpassen, wie man lustig ist. Wenn man jetzt weiß, ne, wie das funktioniert, dann macht man das so. Aber es gibt auch natürlich vorgegebene Programme. Auftauen, trocknen. Man kann hier Obst, Früchte trocknen. Dann Warmhaltefunktion, eben Airfry, rösten, grillen und dann gefrorene Sachen auftauen. Hier ist natürlich das Vorheizen und hier ist die Uhrzeit und die Temperatur. Upsala, Regelung. Jetzt habe ich das schon wieder. Ist sehr empfindlich, muss man dann aufpassen, dass man nicht zu doll drauf latscht. Ja, und dann haben wir hier noch tatsächlich, wo hatte ich das denn jetzt gehabt? Irgendwo im, ich glaube im Kochbuch drin. Ich glaube, das ist tatsächlich im Kochbuch direkt drin. Hier sind die Tabellen für alles Mögliche. Einmal die Tabelle, was, wie lange, bei welchem Programm braucht. Ne, Geflügel, Rindfleisch, Schwein und Lamm, Meeresfrüchte, Pommes, Gemüse und so weiter. Hier sind die Funktionen abgebildet und dann gibt es auch tatsächlich eine Tabelle irgendwo hier drin, wie man umrechnet vom Backofen auf die Fritteuse. Ne, die Zeit, Temperatur und so weiter. Irgendwo habe ich die gesehen, aber jetzt weiß ich es nicht mehr, wo die gerade war. Und das ist hier in vielen Sprachen. Englisch, Deutsch, Französisch, ist Spanisch und Italienisch. Jo. Russisch fehlt. Naja, brauche ich auch nicht. Jetzt warten wir mal auf unser Gebäck. So, die Hälfte der Zeit ungefähr ist abgelaufen und wir spicken mal rein. Natürlich sind sie noch nicht fertig, das ist klar, aber die sind auf jeden Fall schon aufgebacken, aufgegangen. Deswegen gebe ich die noch mal rein und das Gerät läuft jetzt einfach weiter. 8 Minuten haben wir noch und dann gucken wir, ob ich jetzt richtig gelegen habe mit der Zeitangabe oder ob das jetzt doch die vorgegebenen 20 Minuten hätten sein müssen. Das werden wir sehen. Ich probiere ja das Gerät erst aus. Und ja, da tastet man sich ran. Aus den letzten 2 Stückchen, die noch übrig geblieben sind, habe ich solche ja, Kringel gemacht mit Schokocreme. Einfach mit Schokocreme gefüllt. Da wird sich Rafi freuen. Er mag lieber sowas als jetzt mit Pudding und Marmelade und so weiter. Ja. Jetzt heißt es erstmal abwarten und gucken, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Aber man kann da drinnen tatsächlich alles Mögliche machen. Ich liebe auf jeden Fall, ich habe das ja in der anderen Heißluftfritteuse gemacht gehabt, Kartoffeln aus dem Teil. Also die werden irgendwie anders als im Backofen, obwohl das Prinzip ja im Grunde genommen gleich ist. Aber es schmeckt ein bisschen irgendwie anders. Und man kann hier tatsächlich alles Mögliche drin machen. Ich freue mich schon darauf, das alles auszutesten, auszuprobieren. Na, also hier sind ganz, ganz viele Rezepte und ja, Desserts. Was gibt es hier als Desserts? Karamell Brownies, Donuts mit Schokoladenglasur, Käsekuchenquadrate mit Erdbeersoße. Bratapfel, Kaffee-Brot-Pudding. Brot kann man auch ganz normal hier backen. Oder hier Beilagen, gebratene grüne Dijon-Bohnen. Mit Sojasauce glasierte Rosenkohl. Okay. Eichelkürbis mit Parmesan und Thymian.
getrocknete Zitrusfrüchtescheiben. Ne? Es gibt ganz, ganz viele Sachen und im Internet gibt es natürlich viel, viel mehr. Ich zeige euch heute nur zwei, ja, so einfachsten, gängigsten Sachen, die auch ein, ich meine, vielleicht nicht unbedingt ein Kleinkind, aber meine Kinder auf jeden Fall machen können. Ich denke mal, ja, so ein Zehnjähriger würde das wahrscheinlich auch schon schaffen. Ne? So einfach mal, es gibt ja auch diese Hähnchenunterkeulen fertig mariniert zu kaufen, reinschmeißen, anmachen. So, die Zeit ist abgelaufen und wir gucken mal rein. Und die sehen sehr, sehr gut aus. Könnten ein bisschen bräunlicher werden, deswegen packe ich die jetzt einfach mal für weitere drei Minuten ungefähr rein. Dann sind das tatsächlich die 20 Minuten, die die Anzeige angezeigt hat, aber jetzt bei 165 Grad. Was ich noch nicht erwähnt habe, die niedrigste Temperatur bei dieser Heißluftfritteuse ist 30 Grad, um was aufzutauen, um Joghurt zu machen und so weiter. Und die höchste Temperatur beträgt 230 Grad. Zum Beispiel bei der Grillfunktion braucht man das. So ihr Lieben, fertig. So schauen die kleinen Blätterteig-Gebäckteile aus. Super lecker. Also nach außen her schon mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass die auch sehr lecker schmecken werden. Was soll da jetzt bitte nicht schmecken? Pudding, Marmelade, selbstgemachte. Wunderbar. Ich habe jetzt noch die übrig gebliebenen, diese Nutella oder die Duo-Creme Kringel reingepackt. Aber ja, das Prozedere ist genauso wie bei diesen Dingern. Ich habe jetzt einfach nur das Programm angemacht, was hier vorgegeben ist zum Backen. 165 Grad, 20 Minuten und hört mal hin, wie leise die arbeitet. Das ist super. Da können die Kinder auch mitten in der Nacht sich was machen, ohne dass jemand gestört wird. Genau. Ja, die Drumsticks oder die Hähnchenunterkeulen sind schon Geschichte. Rafi war begeistert, die haben super geschmeckt, liegt auch bestimmt teilweise an meiner Marinade, aber die Zubereitungsmethode ist einfach nur mega. Hier wird das nicht wirklich warm im Raum und nichts ist außer jetzt dem Garkorb dreckig geworden. Der Backofen ist sauber und vor allem für so eine etwas kleinere Menge zum Beispiel, ne, jetzt diese 5 Drumsticks oder diese paar Stückchen Gebäck oder mal eine kleine Pizza oder Pizza Baguettes muss man ja nicht unbedingt den ganzen Backofen anschmeißen. Das ist auf jeden Fall deutlich effizienter, auch was Energieverbrauch angeht und auch Zeit. Von daher kann ich die Heißluftfritteuse auf jeden Fall empfehlen. Ich werde euch natürlich den Link dazu in die Videobeschreibung packen. Guckt euch das an und bestellt, wenn ihr Interesse daran habt. Also, an dieser Stelle beende ich jetzt dieses Video, verabschiede mich von euch und hoffe, dass es euch gefallen hat, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzugucken. Und ja, wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.